Okay, sind wir jetzt bereit? Meinst du, Bruce kann aus Monica Informationen rausholen? Ja, ich denke, er ist bereit. Wir müssen Taltons Labor finden. Hoffentlich hast du recht. Dieses kleine Gespräch kann katastrophal enden. Deshalb findet es ja auch im Laufstall des Großen statt. Könnte interessant werden. Sie haben seit den Anhörungen nicht miteinander gesprochen. Schafft er das? Wäre besser. Wenn wir Taltons kleine Party aufmischen, wird er wieder aufräumen. Das AIM-Erlebnis. Wirklich kein guter Name. Naja, wir müssen wissen, wo dieses Labor ist. Hunderte Inhumans stehen auf dem Spiel. Also Tiny Dancer, hä? Lass mich raten, du hättest Rocketman genommen. Ach bitte, ganz kalt. Du bist meine Candle in the Wind. Die Show geht gleich los. Lass mich raten. Ihr plant ein großes Spektakel beim Adeptoid-Start. Die triumphale Rückkehr der Avengers. Freiheitsberaubung und Folter? Macht AIM die Welt so zu einem besseren Ort? Bitte. Ebola, die Pocken, Kinderlähmung wären ohne Laborratten tödlich. Inhumans sind nicht krank, Monica. Du nimmst dir nur ihre Kräfte für deine kleinen Roboter. Roboter mit sehr komplexer KI. Dazu fähig, die effektivste Nutzung ihrer Kräfte zu berechnen. Bei nur minimalen Humanverlusten. Wo ist das Labor, Monica? Du kannst Terrigen nachbauen, klar. Aber das wird katastrophal enden und das weißt du. Du warst am A-Day da und weißt, wenn wir das nochmal machen, werden wir nicht nur die Inhumans gefährden, sondern uns alle. Wenn ich mich recht erinnere, war der A-Day deine Schuld. Verdammt! Wir brauchen einen stabileren Tisch. Tja, einige Dinge ändern sich wohl nie. Du siehst alles als Experiment an, oder? Tatsächlich. Talton, Inhumans. Mich. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Die Adeptoids werden starten, Bruce. Ich habe für die Rettung der Welt Opfer gebracht. Ich gehe rein. Wir müssen das Labor finden. Jarvis? Sensoren melden ankommende AIM-Truppen. Talton will seine Komplizin holen. Ned, Quinjet? Kannst du Gedanken lesen? Du kommst mit mir. Okay. Hey, also, du passt auf dich auf, ja? Nur wenn du es auch tust. Kamala, los! AIM darf nicht verhindern, dass wir diese Inhumans der Presse vorstellen. Sie scheinen Dr. Rappaccini zum Code zu wollen. Jarvis, behalte unseren Gast im Auge. Jarvis, Tür! Jarvis, kannst du die öffnen? Tut mir leid, Sir. AIM sperrt mich aus. Dann also die altmodische Methode.
Sache ist eskaliert. Ich sag dir was, wenn du überlebst, stelle ich dich vielleicht ein. Das wäre großartig. Sehr gut. Erledige du die wütenden Roboter. Ich hole den fliegenden Metallklumpen runter. Aber gerne. Bruce, wie sieht's aus mit Zorn und Ärger? Wow. So ist's besser. Lass hetz ihn auf die bösen Jungs und hau ab. Ich bin schon dran. Tony, wir brauchen Luftunterstützung. Komm sofort hier raus. Bin gleich da. Jarvis, vergiss die Kanonen. Dalton wird bald zu dir kommen. Geh zum Kontrollraum, Kleine. Greif alles an, was sich den Energiekern nähert. Wird gemacht. Sie sind jetzt im Kontrollraum. Ich bin unterwegs. Bitte beeilen Sie sich. Ah! Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wir sind hier schwer beschäftigt. Ah! Es liegt an dir, Kleine. Ich weiß, du kriegst das hin. Die Energiekerne. Durchhalten, Jarvis. Ich mach sie platt. Perfektes Timing, Miss Khan. Jemand hackt meine Systeme. Halb zerlegt an den Hubturbinen tausend Roboter. Aber wir brauchen trotzdem bald Verstärkung. Erledigt so viele wie möglich. Okay, wo ist die Party? 3 Uhr. Hab sie. Gib mir Deckung. Schwere Schäden an meinen höheren und unteren Systemen. Bitte, Miss Khan. Wie geht's euch Rentnern? Das mit den Sprüchen hast du schon ganz gut raus, Kamala. Verdammt! Wo zur Hölle ist Hulk? Er erledigt auf dem Achterdeck große Mengen von A-Truppen. Ist nicht mehr zu Hause, Kamala. Los jetzt! Leute, ich habe hier ein Problem. Leute! Deine Freunde werden das erst erfahren, wenn es zu spät ist. Aber ich bin auch noch da. Du hättest mein Angebot annehmen sollen. Um so zu enden wie die anderen Inhumans? Nein. Danke. Warum nimmst du nicht Monika und verschwindest? Wozu das alles? Barca, die Avengers benutzen dich, Kamala. Spar dir das Gelaber, Mann. Das zieht bei mir nicht. Du bist so naiv. Sei still. Deine neuen Freunde werden dich enttäuschen. Mehr können sie nicht. Im Gegensatz zu dir vertraue ich Bruce und den anderen. Das habe ich auch. Früher einmal. Die Welt wird bald daran erinnert, wer die Avengers wirklich sind. Wovon redest du da? Miss Khan, danke. Aber ich fürchte, dass Dr. Rappaccini entkommen ist. Ich habe ein Problem, Kamala. Ich brauche dich auf dem Oberdeck. Sofort! Ich komme! Monika, sie entkommt. Oh.
live beim M-Erlebnis in Manhattan Zeugen der Rückkehr der Avengers. Aber sie greifen anscheinend die Stadt an. Lass die Kamera laufen. Ist es Zufall, dass dieser Angriff genau an dem Tag erfolgt, an dem M sein vielversprechendes neues Adaptoid-Programm vorstellen soll? Oh, scheiße. Oh. Danke. Wir sollten wissen, dass ich nicht bester Laune bin. Moment, ist das Thor? Ich glaub's nicht. Thor? Wo zum Geier kommst du denn jetzt her? Ich bin unfassbar froh, dich zu sehen. Etwas zu dramatisch, findest du nicht? Das spielt keine Rolle. Jetzt ist er hier. Division Geschlecht! Danke, Maria! Kehr zurück. Du hast getan, was du tun solltest, Thor. Deine Macht aufgegeben. Du hättest vergessen bleiben sollen. Niemals Staatliche in Gefahr sind. Wo versteckst du dich, Dr. Wilton? Willst du dich nicht stellen? Sieh dich um! Ich bin überall! Ja! Was ist? Hallo. Genau wie früher. Ha, anscheinend hat er mich auch vermisst. AIM Landungsschiffe im Anflug. Ich sehe. Ja. Ich komme. Hulk, hast du gehört? Die kommen von Teufel, damit die Kamera abstürzt. Macht Spaß, oder? AIM-Truppen wollen zum Maschinenraum. Begib dich dahin, Tony. Komm mit, Kleine. Okay. Darf ich fragen, wer das Kind ist? Erklär mir später. Keine Sorge, sie schafft das. Die Chimera verliert weiter an Höhe. Thor, kannst du sie mit Wind oben halten? Dann würde das Schiff zerbrechen. Du hast Captain America getötet, Thor. Wer stirbt noch durch deinen Hammer? Aber die Triebwerke sind noch tot. Glas halb voll, Ned. Wir sollten uns beeilen, Thor. Gute Nacht. Thor, was ist mit den Menschen? Wir haben Energie. Schnell! Sie sind wohl.
gewusst. Das gebe ich zu. Moment mal. Das ist Tartens Plan. Wir sind die Terroristen bei dieser Alien-Geschichte. Ein paar Drohnen sind unterwegs zum Kommandodeck. Ich mach das. Die Sicherheitssubsysteme sind wieder online. Es funktioniert. Kannst du alles abriegeln? Ich arbeite bereits daran. So oder so, dieses Schiff wird abstürzen. Er ist in Panik. Er weiß, wir haben die Inhumans und genug Beweise gegen ihn. Beweise wofür? Wir klären das, wenn unser Ex-Kollege nicht zuhört, okay? Nein, nein, nur zu. Ich genieße das Sehen. Wie läuft's mit diesen Max? Sie sind herausragend. Oder vielleicht bist du nur außer Übung. Tony, beherrsch dich. Einen letzten Trumpf habe ich noch, Avengers. Das Große schaffe ich alleine. Musst du aber nicht. Und genau darum geht's. Leute, die Chimera hält nicht mehr lange durch. Sie haben eine Menge Schaden im Maschinenraum angerichtet. Halt! Tu das nicht! Sie haben mir keine Wahl gelassen. Ich denke, Sie kennen diesen Schild, Stark. Sehr originell. Stiehlst du als nächstes meine Frisur? Der Schaden ist bereits angerichtet, Avengers. Niemand wird ihn heute... Kamala? Tony? Wir wollen die Triebwerke starten, haben aber zu wenig Energie. Keine Zeit mehr, bereit machen zum Aufprall. Hey, Gottes Donners! Bleibt hinter mir! Jetzt! Los! Komplett den Verstand verloren. Ah, der verlorene Sohn kehrt zurück. Ihr hättet fast ganz Manhattan vernichtet. Moment, Eure Heiligkeit, wo warst du denn, als die Welt vor die Hunde ging? Ich habe mich meinen Fehlern gestellt, anstatt neue zu begehen. Okay, alle mal tief durchatmen. Wir hatten vor, das AIM-Erlebnis zu stören. Wollten der Welt zeigen, was Tarleton plant. Seine Adeptoids erhalten ihre Kräfte durch die Folter dieser Inhumans. Sie setzen sie fast tödlichen Dosen von dunklem Terrigen aus. Ja, und das ist nur der Anfang. Georgie Boy rüstet sich für einen Krieg. Und was noch schlimmer ist, Kamala, sie...
hat Beweise dafür, was wirklich mit Steve passiert ist. Hi. Jeder Held muss irgendwo anfangen. Oh, du erinnerst dich an mich? Ja. Zeig mir die Bilder. Jarvis? Können wir dann? Ich habe alles entschlüsselt. Sie können jetzt mehr sehen. George! Wir müssen den Reaktor abschalten. Er zieht uns zu der Wärmesignatur. Ich hab's versucht, aber ich kann den Kristall nicht lösen. Gehen Sie raus und versiegeln Sie die Tür. Was? George, los! Nein, so kann es nicht gewesen sein. Gehen Sie zum Kommandodeck! Was? Evakuieren! Sofort! Nein, 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 Cap, was machst du da? Nein, nein, nein! Was machen Sie da? Hör auf! Nein. Cap hat den Reaktor zerstört. Er hatte bestimmt einen Grund dazu. Welchen denn? Hunderte Menschen wurden infiziert. Es gab Tote, Ned. Ganz ruhig jetzt. Übernimm endlich Verantwortung, Tony. Oh, das ist der Bruce, den ich kenne. Erstmal alle zu Sündenböcken machen. Nicht der richtige Zeitpunkt. Dann ist okay, Ned. Darauf hat er schon seit Golden Acres gewartet, oder nicht? Oder etwa nicht? Es ist unsere Schuld. Unser aller. Wieso versteht ihr das nicht? Ich verstehe nur, dass du den ganzen Müll wirklich glaubst, den du bei der Anhörung gesagt hast. Ich glaube, dass wir gefährlich sind. Denkst du wirklich, die Welt wäre besser ohne uns? Ja. Ich bin raus hier. Ihr habt euch nicht verändert. Seht sie an. Sie kann nicht geheilt werden. Es gibt keine Heilung. Die Experimente zeigen das. Ich habe ihre DNA immer und immer und immer wieder überprüft. Du und ich haben die perfekte Krankheit geschaffen. Nein! Es ist mein Job. Ich treffe die harten Entscheidungen. Nicht. Ich stehe zu den Leuten, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin. Ich warne dich. Was ist denn, Bruce? Wirst du wütend? Das war schon immer dein Problem. Du fliehst vor dir selbst. Vor dem, was du bist. Vielleicht hat Monika dich deshalb ausgetrickst. Ich geb dir doch nur recht, mein Großer! Dieser Banner ist ein Feigling! Hey, pass damit auf! Das ist genau das, was Tarnus will! Halt dich diesmal raus, Kleine! Was? Hörst du einen Kumpel? Oder einfach nur fein? Tja, das war's dann wohl. Ich bin allein. Nicht ganz, Miss Khan. Jarvis, ich nehme an, du kannst dieses Ding in der Luft halten? Für einige Zeit schon, ja. Ach, das beruhigt mich. Ohne Beweis gibt es keine Hoffnung. Aber ich darf nicht aufgeben. So darf es nicht enden. Ich bin Phil Sheldon, live vor Ort hier in Manhattan. Jarvis, gibt es eine Aufnahme von Bruce' Verhör mit Monika? Natürlich, Miss. Sie können sie sich im Verhörvorraum ansehen. Wenn Sie erlauben, Miss Khan, was wollen Sie in den Verhöraufnahmen finden? Ich weiß nicht. Irgendwas muss es geben. Vielleicht ein Fehler von ihr. AIM ist der wahre Feind. Warum sehen Bruce und Tony das nicht? Nichts für ungut, Jarvis. Aber ich wünschte, es wäre eine weitere Person an Bord. Kein Problem, Miss Khan. Sieht aus, als hätte S.H.I.E.L.D. alles getan, um sie abzuwehren.
Da stimmen wenigstens die Prioritäten. Okay. Die Aufnahmen vom Verhör. Da drin muss irgendwo ein Hinweis sein. Lass mich raten. Ihr plant ein großes Spektakel beim Adeptoid-Start. Komm schon, Monika, gib mir irgendwas. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Die Adeptoids werden starten, Bruce. Ich habe für die Rettung der Welt Opfer gebracht. Oh, das ist sinnlos. Ich würde so gern mit meinem Vater reden. Anruf bei Yusuf Khan. Nein, nein, nicht Jarvis. Ich habe nicht gemeint... Hallo? Peter, bist du das? Oh, Kamala, wenn du das bist. Ich vermisse dich sehr. Ich bin nicht wütend. Ich will nur, dass du nach Hause kommst. Es tut mir leid. Ich hätte nie verlangen dürfen, dass du deine Kräfte versteckst. Vielleicht hast du Angst. Und bist unsicher. Wichtig ist nur, dass du dir immer selbst treu bleibst. Ich hab dich lieb, Peter. Und ich dich noch mehr. Adeptoids werden starten. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst... Stell die Erde auf den Kopf. Stell die Erde auf den Kopf. Das ist es. Natürlich, der Satellit. Der Satellit. Avengers, wenn ihr mich hören könnt. Ich habe einen Hinweis gefunden. Ich weiß, dass ich's verbockt habe. Ich wollte AIM wegen des A-Days so sehr bestrafen und das hat mich blind gemacht. Aber Cap muss für sein Handeln einen guten Grund gehabt haben. Ich weiß es einfach. Die Menschen glauben an die Avengers. Nicht wegen eurer coolen Kräfte, sondern es ist egal, wie brenzlig es wird und wie uneinig ihr euch seid. Ihr findet wieder zueinander. Versteht ihr das nicht? Eure Unterschiede sind eure größte Superkraft. Ich war nur eine Außenseiterin aus Jersey. Ich gehörte nicht dazu. Aber ihr habt erkannt, wer ich wirklich bin. Ihr habt mich akzeptiert. Da draußen ist immer noch ein Bösewicht, der der Welt schaden will. Und nur wir können ihn aufhalten. Gut ist nicht, was du bist. Gut ist das, was du tust. Tut mir leid. Das hätte ich nicht sagen sollen. Schon klar. Hey,
Höllenluft trockene Augen. Also, ich bin nicht gut in... Es tut mir leid, also... Mir auch. Schon gut, ja. Also, du hast einen Hinweis? Ja, aus dem Verhör. Hör zu. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Okay. Monika hat recht. Das Labor ist nicht auf der Erde. Ich verstehe das nicht. Okay, als ich gefangen genommen wurde, hatten Monika und Talton einen schlimmen Streit. Talton musste den Raum verlassen. Und dann hat Monika die Koordinaten eines Satelliten namens Ambrosia aufgerufen. Ambrosia? Das war ein biomedizinisches Forschungsprojekt von S.H.I.E.L.D. AIM muss es von ihnen übernommen haben. Ein ziemlich gutes Versteck für Beweise von Experimenten an Inhumans, oder? Wenn man Inhumans auf Zellebene studieren will, dann... wäre Schwerelosigkeit der perfekte Zustand. Gut gemacht. Okay, wir wissen, wo wir hin müssen. Aber wie kommen wir dahin? Projekt Starboost, Sir. Haben Sie das nicht abgebrochen, weil Sie nicht genügend Beschleunigung in den Hilfstriebwerken... Ja, langweile uns nicht mit Einzelheiten. Das war, bevor ich Kontakt zum Ameisenknilch hatte. Jarvis, ruf Pym an. Wir müssen einen Weg finden, zu diesem Weltraumlabor zu kommen. Und er ist der Einzige, der helfen kann.